Hallo zusammen, schön, dass ihr heute Abend hier seid. Und zwar machen wir jetzt eine halbe Stunde Body Balance zusammen. Ich bin die Anne, neben mir steht die Ann-Kathrin und auch heute ist der Till wieder dabei. Im Body Balance geht es darum, dass wir ein bisschen beweglicher werden und wir lockern das Ganze auch ein bisschen auf, zwischendurch mit ein paar Kräftigungselementen. Das Warm-up kommt aus dem Tai Chi und der Großteil von den anderen Übungen ist aus dem Yoga. Dann können wir dann schon direkt starten. Und zwar dürft ihr in den breiten Wu-Chi-Stand gehen. Die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen und die Knie sind locker gebeugt. Spann den Bauch an, zieh den Bauchnabel nach innen und dann geht's los mit deinem rechten Arm zur Seite, dann links und jetzt beim dritten Mal schön langsam und fließend. Linker Arm, rechter Arm und dann ganz langsam. Verlager dein Gewicht. Auch hier schön gleichmäßig von dem rechten Bein auf dein linkes Bein. Jetzt passt die Atmung an. Atme ein und atme aus. Ganz gleichmäßig. Ein und aus. Sehr gut. Halt die Schultern entspannt und lass die Bewegung einfach fließen. Wir machen noch zweimal mehr. Dreh den Oberkörper mit. Halt die Knie gebeugt. Letztes Mal. Und dann ändern wir die Bewegung. Nimm den rechten Arm in einem großen Bogen über den Kopf und mach das Gleiche mit links. Zieh dich in die Länge und atme auch hier fließend weiter. Die Knie gern ein kleines Stück nach außen drücken. Öffne die Rippen, deine Seite. Mach die Bewegung gern ein bisschen größer. Und in deinem Fluss. Ein paar mehr noch. Sink etwas tiefer in dein Knie. Mach den Arm lang. Die Finger und Hände sind locker. Und die letzten paar Wiederholungen noch. Beug die Knie, bleib weich im Unterkörper. Zweimal mehr pro Seite. Und das letzte Mal. Dann kommt auch hier eine neue Bewegung. Schließ die Hände unten in der Mitte. Atme ein nach oben. Und jetzt sink tief nach rechts. Komm wieder nach unten, zieh dich lang, atme ein. Und komm nach links. Sehr schön. Ein, ganz lang und aus. Beug dein Knie. Ein. Entspann die Schultern. Sink mehr zur Seite. Eine richtig große Bewegung über die gesamte Wirbelsäule. Und das Körpergewicht verlagert auf beide Beine. Zwei Stück. Atmung fließt. Letztes Mal. Ein nach oben. Aus nach unten. Schließ die Füße schulterbreit. Atme ein und lass locker los. Ein und aus. Wenn du magst, komm bis auf die Zehenspitzen und zieh noch ein kleines Stück länger. Okay, komm nach oben zurück. Das war's mit dem Warm-up. Und dann starten wir mit dem ersten Sonnengruß an der rechten Seite der Matte. Füße hüft bis schulterbreit. Blick nach vorne. Mit der Einatmung geht's in den gestreckten Berg nach oben. Mit der Ausatmung in die ganze Vorbeuge. Zieh den Bauchnabel nach innen. Entspann den Nacken. Nimm den rechten Fuß zurück. Streck die Brust im Lunge. Und komm dann in den Down Dog. Beug die Knie gerne etwas rückenlang. Roll dich nach vorne ins Brett. Setz erstmal die Knie und Füße ab. Und komm im Krokodil ganz langsam nach unten. Baby Cobra. Der Oberkörper hebt ab, die Brust streckt. Down Dog, komm zurück und nimm jetzt dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Hände. Linkes Knie legt ab. Mit der Einatmung öffne die Hüfte. Komm dann zurück nach vorne. Heb das hintere Knie ab in den Lunge und nach vorne in die Vorbeuge. Zweite Runde mit der Einatmung. Gestreckter Berg. Mit der Ausatmung
ganze Vorbeuge, beug die Knie, Rücken rund, linker Fuß, setz zurück, zieh die Schulter nach unten und dann komm in den Down Dog. Steißbein zur Decke, ganz lang im Rücken, roll dich vor ins Brett. Und wenn du magst, kannst du auf den Füßen bleiben und mit angespanntem Bauch nach unten kommen. Baby Cobra oder Up Dog. Das heißt, wir gehen in die volle Länge, Schultern tief, Down Dog. Komm zurück, atme aus, nimm den linken Fuß, setz ihn nach vorne, zwischen die Hände, Knie legt ab, atme ein, öffne die Hüfte weit. Okay, komm nach vorne, heb das Knie wieder ab und in die ganze Vorbeuge, sink tief, atme ein, hoch. Und jetzt noch ein bisschen länger strecken und mit der Ausatmung wieder ganz tief. Rechter Fuß, setz zurück. Streck das rechte Bein ganz lang und komm in den Down Dog. Mach den Rücken so lang wie es geht. Roll dich vor. Knie oder Füße, Arme eng am Körper, tief. Atme aus. Und mit der Einatmung zieh dich lang. Streck die Brust zur Decke, spann den Po etwas an. Atme aus. Down Dog. Mit der Einatmung bring den rechten Fuß zwischen die Hände und halt das Bein jetzt gerne oben, Hüfte lang, optional auf den Knie. Komm vor in den Lunge und wieder in die Vorbeuge. Eine Runde mehr haben wir noch, schön langsam mit der Einatmung hoch und mit der Ausatmung wieder ganz tief. Bauchnabel zieht nach innen, linkes Bein, langer Lunge, Schultern tief, Brust raus. Und dann bleiben wir im Down Dog und halten ein paar Sekunden. Den Teil machen wir jetzt noch fertig im nächsten Track. Und wir rollen uns wieder ins Brett nach vorne. Komm dann im Krokodil nach unten, Knie oder Füße. Mit der Einatmung zieh die Vorderseite lang, nimm die Schulter noch mal ein Stück zurück und komm in den Down Dog. Dein linker Fuß setzt zwischen die Hände. Auf dem Knie oder halt das Bein oben. Komm zurück und öffne deine Hüfte wieder ganz weit. Setz ab. Langer Lunge. Ganze Vorbeuge. Und dann geht's jetzt in Sonnengruß Nummer 2. Mit der Einatmung hoch. Bleib hier. Und schieb die Hüfte noch ein Stück weiter nach vorne. Jetzt löst die Arme. Bring sie hinter dem Rücken zusammen. Und zieh die Schultern nochmal ganz, ganz weit zurück. Brust streckt. Atme ein. Und mit der Ausatmung kommt tief. Lauf oder spring zurück in den Hund. Mach den Rücken lang. Heb dein rechtes Bein an in den dreibeinigen Hund. Beug jetzt dein Knie und öffne die Hüfte zur Seite. Der Fuß setzt von außen neben deine Hand. Bis in den Lunge. Und öffne uns jetzt zu unserem rechten Bein zur Seite. Okay, Down Dog. Hier halten wir wieder. Und heben dieses Mal das linke Bein an. Drück die Hände in die Matte. Beug dein Knie. Und dreh die Hüfte etwas zur Seite. Hol dann den Fuß nach vorne. Neben deine linke Hand. Atme ein und öffne zur Seite. Zieh dich ganz lang zur Decke hoch. Atme aus und komm in die Vorbeuge zurück. Eine Runde mehr. Atme ein nach oben. Bleib hier. Entspann die Schultern. Schieb die Hüfte vor. Komm weit zurück. Löst die Hände. Greif hinter dir ineinander. Und hol jetzt noch ein Stück raus, indem du die Schultern zurückziehst. Okay, atme aus. Tief. Bauchnabel nach innen. Und dann zurück in den Hund. Mit einem ganz langen, langen Rücken. Heb dein linkes Bein. Dreibeiniger Hund. Beug dein Knie. Und öffne die Hüfte zur Seite. Hol das Bein nach vorne. Streck das hintere Bein ganz lang. Und jetzt rotier aus deiner Wirbelsäule heraus. Komm zurück in den Down Dog. Bleib hier. Heb dein rechtes Bein. Streck die Brust, beug dein Knie, Hüfte öffnet. Komm mit Schwung nach vorne und streck dein linkes Bein zurück. Mit der Einatmung komm zur Seite,
zieh dich nochmal ganz lang nach oben, setz dann ab und komm nach vorne in die Vorbeuge zurück. Roll dich langsam hoch. Und da wir jetzt warm sind, kann es an die erste Kräftigung gehen. Wir starten mit den Beinen im Krieger 2, schön breit. Der rechte Fuß dreht nach außen und das Knie kommt über das Fußgelenk. Hier am linken Fuß drückst du die Außenkante richtig in die Matte. Und wenn du magst, kannst du gerne die rechte Ferse anheben. Dreh die Hüfte zu uns und spann die Schultern. Atme ein, bring deine Arme seitlich hoch. Und mit der Ausatmung lass einfach los und sink ganz tief. Wenn dir das zu viel ist, kannst du jederzeit die Ferse absetzen. Okay, wir ziehen uns jetzt ganz lang zur Seite nach links. Heb den Arm gern etwas. Atme gleichmäßig weiter. Drück immer noch den linken Fuß in die Matte. Und zieh dich jetzt nach vorne. Der rechte Arm hebt ein Stück an, sodass wir über die ganze Seite so viel Länge wie möglich bekommen. Zieh dich in die Länge. Halt die Schultern tief. Und dann mach dich bereit für die Krönung hier. Der Arm kommt hoch. Neig dich zur Seite und zieh die linke Schulter noch zurück. Optional hier, wie bei Ein-Kathrin, auf dem Oberschenkel oder auch die Ferse unten. Okay, löst langsam auf. Dreh den rechten Fuß vor und den linken Fuß nach außen. Beug dein Knie, ungefähr beim Fußgelenk, Hüfte zu uns, mit oder ohne Ferse. Atme ein. Kraftvoll die Arme und mit der Ausatmung sinken ein kleines Stück tiefer. Jetzt drück die rechte Außenkante in den Boden. Das ist hier dein Powerhouse. Okay, zieh dich zurück. Werd wieder ganz, ganz lang und halt das linke Knie aber schön gebeugt. Deine Atmung fließt ganz gleichmäßig. Okay, jetzt zieh dich nach vorne. Heb den linken Arm etwas, streck dich ganz, ganz lang. Spann den Bauch etwas an. Und auch hier geht's zum Schluss mit beiden Armen hoch. Los geht's, auf, komm zur Seite und nimm die rechte Schulter noch ein Stück zurück. Denk an deine Optionen. Wenn das zu viel ist, kannst du jederzeit auf den Oberschenkel zurückkommen. Wir machen es nochmal auf der anderen Seite. Löse auf, rechter Fuß nach außen und egal wo du bist, oben, in der Mitte oder ganz unten, versuch dich nochmal lang, lang zu strecken. Einmal andere Seite, linker Fuß auf, Knie beugt, mit oder ohne Ferse und dann geht's zur Seite. Noch einmal tief durchatmen und dann dürfen wir auch hier einmal lösen. Bleib gerade in der Grätsche. Mach die Beine kurz locker, wenn du magst. Im nächsten Check geht's nämlich mit denen weiter. Der rechte Fuß dreht wieder nach außen. Die Hüfte, die zeigt gerade zu uns nach vorne. Und dann schiebt die jetzt so ein Stück zur linken Seite. Okay, heb den rechten Arm. Zieh dich lang. Heb den linken auch. Daumen zur Decke. Und dann neig dich ins Dreieck. Wenn du jetzt irgendwelche Beschwerden im Knie spürst oder in der Hüfte, dann beug das rechte Bein und arbeit an deinem Schienbein weiter. Arm lang zur Decke ziehen. Es darf jetzt zurück an der Innenseite etwas zu spüren sein. Nimm die Hand hinter dem Rücken entlang und greif den Oberkörper und zieh die obere Schulter nochmal weiter zurück. Bleib in dieser starken Pose so tief wie du kannst. Blick nach vorne oder zur Decke. Geht's in die Gegenbewegung, beug dein rechtes Bein und zieh dich in den Sonnenkrieger. Das heißt, jetzt wird die rechte Seite lang und der Arm, der streckt über den Kopf. Nimm die Schulter zurück, bleib tief mit deiner Hüfte. 4, 3, 2, Floating Half Moon. Komm auf dein rechtes Bein und dann öffne jetzt langsam zur Seite. Dein Standbein kann gebeugt oder auch gestreckt sein. Dreh die Hüfte zu uns nach vorne. Okay. Halt noch kurz.
Dann geht's in den Falling Star. Dein linker Fuß setzt auf, umgreif und hebt dein rechtes Bein an. So weit du kannst, Oberkörper zurück, Brust raus. Und jetzt bring Kraft in deine linke Pobacke. Die stabilisiert dich hier. Noch ein Stück weiter. Perfekt. Und wir setzen ab. Sehr gut. Machen wir die andere Seite. Schöne Grätsche. Linker Fuß raus. Hüfte zu uns. Und dann geht's. Zack, zur Seite. Der linke Arm, zack, kippt an. Du ziehst dich lang. Rechter Arm hoch. Daumen zur Decke. Und ab geht's. Tief. Hüfte zeigt immer noch nach vorne. Nimm ruhig den linken Teil ein Stück weiter vor. Denk auch hier an deine Option. Bleib stark in der Seite. Blick nach vorne oder zur Decke. Und dann wandert die obere Hand hinterm Rücken entlang. Und wir umgreifen so weit wie es geht und ziehen diese Schulter jetzt maximal nach hinten. Bleib tief, atme. Halt die Hüfte auf der rechten Seite drüben. Bereit für die Gegenbewegung. Sonnenkrieger, beug dein Knie und zieh dich jetzt gerade einmal ganz weit rüber. Der Arm wandert über den Kopf und die Schulter geht zurück. Drück dein linkes Knie ein Stück nach außen. Streck dein rechtes Bein ganz durch. Und es geht auf ein Bein weiter. Setz vor, konzentriere dich auf einen Punkt und komm in den Floating Helfen. Hüfte nach vorne zu uns. Wenn du absetzen musst, gar kein Problem. Steig einfach wieder neu ein. 4, 3, 2, Falling Star. Der hintere Fuß setzt auf und greift. Und dann hebt dein linkes Bein ganz hoch, Schultern zurück und lass dich fallen. Wir bleiben nur stabil durch die rechte Pobacke. Ganz fest anspannen. Noch weiter. Endspurt. Die letzten Sekunden. Komm zurück. Letzte Pose. Schließ die Füße. Komm nach oben auf die Zehenspitzen. Und jetzt setz dich tief. Intens-Pose. Bauchnabel zieht nach innen. Knie und Füße drücken etwas aneinander. Komm noch ein bisschen weiter. Und das wäre geschafft. Sehr gut gemacht. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ganz schöner Track für unsere Gleichgewichtsübungen. Die Füße bleiben nah beieinander. In der Mitte der Matte. Nimm bei der Einatmung nochmal beide Arme hoch. Lass sie dann zur Seite fallen. Und komm mit deinem Oberkörper zurück in den Engel. Nur so weit, wie es für dich geht. Setz dann beide Füße ab und umkreis dein rechtes Bein. Zieh es ganz nah zu dir und konzentrier dich auf einen bestimmten Punkt. Öffne jetzt das Knie zur Seite und den linken Arm nach außen. Standbein gebeugt oder gestreckt. Wir gehen in den Tänzer und greif dein Sprunggelenk. Dann lass dich nach vorne fallen. Drück den hinteren Fuß in die Hand und streck die Brust zu uns. Krieger 3. Fließ langsam nach unten. Daumen weg vom Körper. Beug dein linkes Knie. Setz dann ab und wechsel das Bein. Linkes Bein kommt hoch. Entspann die Schultern. Wunderbar. Komm nach außen. Bleib ganz stolz in der Brust. Umgreif dein Sprunggelenk. Komm zu uns nach vorne in den Tänzer. Öffne die Hüfte links, indem du den Fuß noch etwas weiter nach hinten drückst. Krieger 3. Und es macht gar nichts, wenn du zwischendurch mal absetzen musst oder wackeln. Auch hier, steig einfach wieder ganz ruhig ein. Zweite Chance, rechtes Bein. Dieses Mal mach den Rücken rund und steh auf deiner Matte wie ein Fels in der Brandung. Ganz in dir
nur auf dich konzentriert. Öffne zur Seite und jetzt schieb die Brust zur Decke hoch. Atmung fließt. Tänzer, umgreif dein Bein. Lehn dich ganz, ganz weit nach vorne. Brust raus. Krieger 3. Vielleicht geht es ein bisschen tiefer als beim ersten Mal. Schieb die Brust zum Boden und heb dein rechtes Bein gestreckt an. Linke Seite, setz ab. Hoch und werd rund. Blick zum Boden. Roll dich ganz ein. Öffne dich. Arm zur Seite. Und auch das Knie ganz weit rausschieben. Beginn in den Tänzen. Streck den rechten Arm lang. Und zieh die Fingerspitzen weg von dir nach vorne. Auch hier der Krieger 3. Sink langsam tief. Schieb die Brust Richtung Boden. Und kipp nach vorne. Eine letzte Runde noch. Etwas schneller. Wir umgreifen nicht mehr. Ihr täuscht nur an. Und wir öffnen dieses Mal beide Arme zur Seite. Wunderbar. Auch beim Tänzer nur antäuschen. Nicht mehr umgreifen. Und der Krieger 3 ist der schönste von allen. Ein bisschen tiefer als vorhin. Links. Komm hoch. Roll dich ein. Und jetzt nochmal stolze Brust. Öffne dich. Atme ein. Perfekt. Tänze. Und Krieger 3. Komm zurück, schließ die Füße noch einmal, drück dich hoch mit der Einatmung, atme aus und lass dich wieder ganz weit fallen. Lass los, lass die Schultern und Arme locker. Gut gemacht, setz ab. Und öffne jetzt deine Füße ein kleines Stückchen weiter. Wir entspannen den Rücken erstmal. Komm in die Vorbeuge. Lass den Kopf hängen. Dreh die Zehenspitzen ein kleines bisschen nach außen. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und atme einfach durch. Vom Tempo her wird es ein bisschen schneller. Und wir starten hier im Hindi Squat. Komm entweder ganz nach unten. Oder wenn das nicht geht, bleib im Sumo Squat ein bisschen weiter oben. Handflächen drücken aneinander, die Schultern ziehen zurück und die Brust, die streckt ganz, ganz weit zur Decke. Richte dich hier erstmal ein bisschen ein, ganz locker, so wie es für dich angenehm ist. Und dann machen wir weiter in diesem Track mit der Hüftöffnung. Nimm den rechten Arm. Und öffne ihn jetzt zur Seite. Nimm den Blick über die Schulter. Komm zurück zur Mitte. Und mach das Gleiche mit dem linken Arm. Knie zeigen nach außen. Komm zurück zur Mitte. Und drück die Handflächen nochmal ganz eng aneinander. Brust raus. Okay, neue Übung. Komm in die 90-90-Position. In beiden Knien 90 Grad. Setz die rechte Hand auf und schieb die Hüfte und den Po weg vom Boden. Zieh die linke Seite in die Länge. Bleib jetzt hier und lehn dich mit dem Oberkörper zurück, sodass die Brust zur Decke öffnet. Let go und lass ganz los auch hier. Atme tief, atme fließend. Spür die Öffnung in der linken Hüfte. Setz dich ab, leg dieses Mal die Fußflächen aneinander und bring die Fersen zu dir. Wenn die Knie noch hier oben sind, kannst du sie gerne mit den Armen etwas runterdrücken. Ansonsten komm an die Fußgelenke, streck die Brust und lehn dich ein kleines Stück nach vorne.
ganz entspannt. Nur so weit, wie es für dich geht. Und darf auch ruhig wieder ein bisschen an der Innenseite ziehen. 90-90. Andere Seite. Öffne die Beine. Setz die linke Hand auf. Und drück dich hoch. Spür die Öffnung im rechten Teil der Hüfte vorne. Rechte Seite vom Oberkörper lang und dann lehn dich zurück. Brust zur Decke. Schieb dich vielleicht noch ein kleines Stück weiter nach vorne. Nimm die letzten paar tiefen Atemzüge. Setz dich dann ab und komm in den Down Dog. Handflächen am Boden. Steißbein. Schieb zur Decke. Wir starten jetzt mit ein bisschen mehr Bewegung mit den Yoga Lunges. Dein vorderer Fuß kommt neben deine vordere Hand. Bleib im Lunge. Streck die Brust und zurück zum Down Dog. Schieb das Steißbein hoch. Andere Seite. Hinterer Fuß vor. Hüfte tief. Und zurück. Dann geht's ein bisschen schneller. Setz den vorderen Fuß vor. Komm zurück. Hinteres Bein. Und zurück. Wem das immer noch nicht genug ist, kann noch eine Schippe drauflegen und in die Jumps kommen. Das heißt, wir wechseln direkt auf die andere Seite. Vorderes Bein, hinteres Bein. Wenn dir das zu viel wird, komm zurück mit der Mischung in den Down Dog. Beide Hände drücken in die Matte und wir landen sanft. Senk die Hüfte tief und spür auch hier die Öffnung. Atme, halte durch, dein Gleiches ist schon geschafft. Großer Schritt. Okay, komm in den Down Dog. Steißbein zur Decke, entspann den Kopf. Setz beide Knie auf. Dreh dich zu uns nach vorne. Öffne beide Knie. Komm in die weite Kindspose. Füße nach außen und dann leg dich ab nach vorne. Beweg dich ein kleines Stück nach vorne oder nach hinten, je nachdem, wo es sich für dich gut anfühlt. Atme ruhig, entspann die Arme, die Schultern und den Bauch. Wir haben noch einen Track und der wird ganz ruhig. Komm ins Sitzen auf deine Matte und öffne beide Beine. Nur so weit, wie es für dich geht. Die können gebeugt sein, die können gestreckt sein. Versuch den Oberkörper aufzurichten. Und dann starten wir mit dem rechten Arm. Nimm ihn nach oben und leg den linken Arm vor deinem Bein ab. Versuch dich jetzt ganz zu entspannen. Einfach fallen zu lassen in dieser Übung. Du kannst es intensiver machen für die Seite, indem du die Schulter entweder etwas zurück oder für dich vielleicht auch etwas nach vorne bewegst. Achte darauf, dass beide Gesäßhälften, vor allem die rechte Seite, auf der Matte bleibt. Und dann dreh dich jetzt mit der Brust zu deinem Knie und leg dich auf dein Bein ab. Atme aus, sink tiefer. Okay, komm zurück nach oben, richte dich aus und heb jetzt deinen linken Arm. Zieh dich nach rechts. Rechter Arm liegt wieder vor deinem Bein. Mit jedem Ausatmen versuchst du etwas mehr Spannung loszulassen. Deine Schulter nach vorne, nach hinten, oder du lässt es einfach da, wie es gerade ist. Spür die Länge in deiner linken Seite, vielleicht auch die Innenseiten von deinen Beinen. Dreh dich dann wieder zu deinem Knie und sink nach vorne.
Atme aus. Entspann dich. Komm nach oben zurück. Nimm die Schulter nach hinten. Und versuche jetzt mit der Hüfte mit nach vorne zu kippen. Und so weit wie es geht, in die Mitte nach vorne zu ziehen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest die Knie lieber gebeugt halten, dann beug sie ein wenig oder bring sie etwas weiter zusammen. Wir bleiben die letzten Sekunden hier, also versuch dich wieder ganz zu entspannen. Vergiss die Yoga-Lunges. Vergiss den Sonnenkrieger. Und lass den ganzen Körper noch etwas weicher werden. Jedes Ausatmen bringt dich etwas tiefer. Roll dich dann zurück nach oben. Löse die Beine. Oh, darf ruhig ein bisschen wehtun, ist ganz normal. Und dann danke ich euch fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Danke auch an Till und an Katrin und bis zum nächsten Mal.